Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir sind in Hikmet, wie ihr seht. Und ja, auch Hikmet wird angegriffen von wilden Bestien. Und auch hier müssen wir Speer suchen. Und wahrscheinlich landen wir dann wieder bei einem Nadaik. Und irgendwie stelle ich mir so im Stillen die Frage, ob ich nicht vielleicht hätte vorher meinen... ja, meinen Anwärtern die Krone geben sollen. Auch nicht doch schon wieder Viecher, ehrlich. Weil ich echt nicht sicher bin, ob ich hier jetzt was zu früh spiele. Nein, ich habe keine Lust. Ich habe wirklich... Oh, aber es lässt mich nicht in Ruhe. Ja gut, selber schuld. Aber die sind nicht verderbt, oder? Nee, die sind nicht verderbt. Das reicht uns noch. Meine Güte, aber auch. So, ich denke, dass wir diese Richtung müssen. Ich denke, dass wir das jetzt so weit beenden, dass wir diesen Nadaik erschlagen, weil ich denke, dass es sicherlich auch hier einen Nadaik geben wird. Und dann überreichen wir die Krone. So. Hier irgendwo sind die Speer. Finde die Speer. Eine kurze Reisedauer, nur 4 Stunden. Das ist schnell. Aber natürlich wird es schon wieder Nacht. Ach ja. Wobei beim Kampf gegen diese Viecher, es ist mir ziemlich egal, ob Nacht oder Tag. Ich tue mich da so oder so schwer. Entschuldigt, ich musste kurz einen Schluck Kaffee trinken. Habe ich mich gerade frisch gemacht in der Aufnahmepause. Und da ist er ja schon. Also ihr wart ja jetzt leicht zu finden. Who are you? What are you doing here? Are you the scout sent by the governor of Hikmet? Can't you tell? He was worried that he wasn't getting any news from you and asked me to find you. He wants me to help him put an end to the attacks. Have you discovered anything? Yes. A camp of rebel savages. We suspected there was one around here, and we finally found it. They must be the ones sending us the beasts. They all come from this region, and these barbarians have sworn to eliminate us. So we... You may be right, but I'd rather be certain. I know the leader of this camp. I'll go talk to her. You knew of this camp? These savages are responsible for dozens of deaths, maybe hundreds. Oh, ja, Krieg Why geht didn't mich you inform the governor? Because I'm a diplomat, not a scout. You should go back to the outpost now. I'll take care of all this. So, wo müssen wir hin? Ach, hier sind wir wieder. Oh, klar. Logisch. Entschuldigt. Ich musste mich räubsern. Sorry. Muss mal wieder außen rumwetzen. Ach, rutscht mir doch ein Buckel runter. Blöde Viecher. Jetzt finde wieder den Eingang. Genug gekämpft, Ciora. Wir wollen mit Daedra sprechen. Nee, das ist nicht Daedra. Ah, egal. I wanted to speak to you about the assaults that Hikmet and its outposts have been sustaining. Assaults? We have nothing to do with it this time. My men are not ready to attack the big city. They're not being attacked by men, but by beasts. Dozens of them.
So, they are also attacking the Renaigse. Okay, ihr werdet auch angegriffen. That's a relief. What do you mean? The animals are attacking us as well. They throw themselves at any man crossing their path, as if they were enraged. They even throw themselves at the camp's defenses. I had never seen anything like it before. A similar thing was happening west of the island. The animals were led by some sort of guardian. It resembled a Nardaig Menaemon, but its skin was black and covered in ulcers. I have never seen a guardian that fits the description you've given. I don't think they exist. Could a Donegat have done this? You're a typical Renaigse. You don't understand anything. The Nardaig are our ancestors. None of our people would make a Nardaig suffer, even if their heart was black and full of resentment. And yet someone or something is making the beasts aggressive here as well. And we must find it. We? Do you want us to work together? Ja, natürlich. Why shouldn't we? Don't you want to stop this too? That's true. Mal! Our guardian! He had changed! He is attacking our okay. Road. What? Spätestens jetzt wirst du es wohl glauben, Darren. Follow me! Ja, dann greifen wir da mal ein und werden gleich mal niedergehen. Gleich mal eine Runde niedergewälzt. Oh! Komm, schlag zu, Kurt. Au! Oh. Ja, meine Armor ist broken. Mal wieder gegen diese blöden Viecher hier. Und jedes Mal, wenn ich versuche, sie zu betäuben, kommt ein anderer daher und wälzt mich weg. Trank. Los, jetzt! Blöde Viecher, hey, echt? Oh, Mann! Oh, oh. Jetzt kriegt er auch noch rot glühende Augen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, Mann. Da sind aber viele jetzt gefallen. Scheibenkleister. Oh, okay. Da vorne ist er. Sind noch mehr. Wo ist der Nardaig? Oh oh. Schnell heilen. Yay. Oh shit, darin ist gefallen. Ach du Scheiße. Verflixt. Ich hoffe, er hat vor der Schlacht gespeichert. Also dann, versuchen wir das nochmal. Eieieiei. Diese Viecher machen mich fertig. Haben sie mich wieder vergiftet? Ich glaube, Dings hat gerade geheilt. Naja, schon besser. Zumindest lebt Darin noch. Gerade eben war sie nämlich tot. Jetzt komm schon, auf. Müssen wir noch gegen den Nardaig kämpfen, oder? Kannst du das Zeug mitnehmen? Hm. Da ist er. Close to
Okay. Also irgendwas sagt mir, dass ich... Au, 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 au. Heieiei. Greife mal auf. Was wollte ich von hinten angreifen? War wohl keine gute Idee. Drink a potion. Verdammt. Ja, würdest du jetzt bitte den Trank nehmen? Bah. Also den kommt man wirklich besser mit Magie bei. Oh, und doch nicht diese Richtung. Los, 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 los. Warte. Unangenehmer Gegner. Wir nehmen dem kaum was ab, hey. Mit der Waffe hat man gerade den Eindruck, als würde man gar keinen Schaden machen. Da guckt euch's an. Weg! Hau ab! Und... Ich finde, Magie ist hier die bessere Variante. Weil wenn man mit dem Schwert draufhaut, hört sich das an, als sei das Vieh aus Eisen. Voll reingelaufen. Aber meine Leute halten sich deutlich besser als ich. Gott sei Dank hat sich unsere Rüstung wieder ein bisschen erholt. Aber natürlich so nicht. So, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Jetzt sollte es ein bisschen flotter gehen. Oder auch nicht. Los! Ich ziehe mir hier gerade einen Trank nach dem nächsten rein. Oh, erledigt, Gott sei Dank. Boah. No idea. I'm sorry. It left me no choice. You fought bravely and you did what you had to do. Our guardian had changed. It no longer recognized its children, and it was the one leading these beasts against us. Something really bad must have happened to it. It resembled the other guardian I told you about. As if they had the same disease. Guardians don't get sick.
They are far more than beasts. And yet you and I saw the same thing. At last, the attack should stop now. What are you doing here? Who are these Renites, eh? Spies? They only came here to discover the source of the attacks. And they thought we were responsible. Why are you still here? You should have gone back to the outpost. I'm sorry. We were uncertain that we could trust you. You said you knew these people. Yeah, und? And we heard cries and saw the giant creature attacking their camp. And we realized that it was this creature who was leading the beasts. And you discovered that we weren't to blame. Yes. I'm really sorry. We should go back to the outpost now. Darren, if we let them go, they'll tell their leader the location of our camp. You. Are you prepared to swear that you will never speak of this place? You saved our comrades and maybe our city by killing this beast, so... Yes. We swear. I hope that they will be true to their word. Fine. They can go. We are extremely grateful. Thank you, Darren. Now, let's go tell the governor of Hikmet about this guardian. Qua awalem segrinaigse. And if you find the one who's behind all this, kill him. Gut, vorher werden wir noch ein bisschen looten. Vielleicht gibt's ja noch was Feines. Perlenstück vom Prinzen. Warte mal, glimmende Keule. Was ist das? Wahrscheinlich wieder was für einen Zweikämpfer. Schwere Einhandwaffen. Ja, aber... Irgendwie scheint mir das Opferungsschwert doch besser zu sein. Gut, okay, alles klar. Dann kehren wir jetzt zurück. Ah, warte mal. Den holen wir uns noch hier. Wenn wir den noch nicht geholt haben. Das weiß ich gar nicht. Ich zeichne es mir kurz an. Damit ich nicht wieder falsch renne. Aber ich renne ja auch falsch, wenn ich es mir anzeichne. Also was soll's. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Also erleuchtet. Von daher glaube ich, dass wir tatsächlich einen Punkt kriegen. Ja, ein Fähigkeitspunkt. Den investieren wir auch gleich, glaube ich. Wir investieren in was investieren wir denn jetzt? Erhöhten Schaden, den von hinten okay. Gut, wenn wir von hinten angreifen. Machen wir mehr Schaden. Dagegen lässt sich ja auch nichts sagen. Dann werden wir jetzt dem Gouverneur Bescheid geben. Und ich glaube, dann wird es wirklich Zeit, dass wir die Krone überreichen. Wo ist der Reisepunkt? Oh. Das ist dann doch ein Stück weg. Blöd. Okay. Also die waren jetzt echt irgendwie... Insofern lästig, weil man das Gefühl hatte, man macht ewig keinen Schaden. Obwohl man zu, ich weiß nicht, wie viel aufeinander auf die Viecher einprügelt. Am besten funktioniert ja erst noch Magie. Das ist allerdings sehr trankintensiv. Das heißt, wir machen uns gleich nochmal ein paar Tränke nach. Wer weiß, was auch auf uns zukommt. Ich habe so das Gefühl, dieses Spiel will gar nicht zu Ende gehen. Komm, da kommen wir doch durch, oder? Bitte. Ah ja, Gott sei Dank. So, da oben rum. Dann sind wir im Lager. Nein, und ich kämpfe jetzt nicht, auch wenn ich aufsteigen würde. Wahrscheinlich. Ich habe da jetzt echt keine Lust mehr. Diese blöden Rollviecher. Die sind mir ja bald genauso verhasst wie irgendwelche Flugviecher. So, mal gucken, ob wir noch Tränke machen können. Oder ob wir jetzt unsere... Ja, so, komm. Machen wir noch 10 Heiltränke. Und dann brauchen wir noch Magietrank.
sehr schön. Da werde ich mir mal eine ganze Menge machen. Jawohl. So, und wie viel haben wir jetzt im Inventar? Da können wir noch ewig schleppen, glaube ich. Die Stärke bringt hier wirklich deutlich was. Ich guck mal kurz in die Kiste. Elementare Falle, Ausdauertrunk, Munition. Munition könnte man eigentlich trotzdem weglegen. So 22 Gewichtspunkte, das braucht kein Schwein. So, also berichten wir dem Gouverneur. Und dann, glaube ich, wird es wirklich Zeit, dass wir die Krone überreichen. Weil schließlich wollen wir ja Enon Milfrigtimen finden. Wir brauchen ja das Heilmittel trotz allem, was hier gerade so passiert und ein bisschen undurchsichtig ist. Also außer wir machen jetzt, es macht sich hier ein neuer Pfad auf. Also weil das eigentlich immer wieder dieselben Gebiete sind, wo es leckt, glaube ich, dass das einfach schlecht optimierte Gebiete sind. Aber ist egal, was soll's. Das sind so technische Kleinigkeiten, mit denen ich gut leben kann. Your Excellency, have you been informed? I've been told, yes, that the attacks have ceased. Hikmet has been saved, thanks to you. Was it the natives, as I suspected? Nein. No, they were not the cause, and were also victims of the attacks. Their losses were great. The animals answered to the call of a guardian, whose behavior was totally unlike the others. Exactly like the one who led the attacks against San Mateus. These creatures normally protect the natives, answering their call. Why did this one attack them? Tja. Are you certain one tribe is not attempting to dominate the others? I don't think so. The guardian looked sick. No native would treat such a creature like that. There's no doubt that someone is behind these attacks, but currently I have no idea who it might be. I suspect you will lead the investigation and unravel the mystery, as is your custom. While waiting, take this. It's nothing much, but consider it a gift to thank you for your help. Without you, the population of Hikmet would have suffered terribly. Thank you. I'm happy to have helped you avoid a massacre, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? No. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Tada! Fähigkeiten, Talentpunkt. Fähigkeiten. Wir machen hier weiter. Ja, den habe ich ja schon. Tückischer Zorn. Erhöht den Zorn, den von hinten ausgeführte Angriffe gegen Feinde erzeugen. Warum nicht? Talente? Charisma? Stärke? Mach mal Stärke. Ne, deine LP sowie Magie-Regeneration erholen sich außerhalb des Kampfes etwas schneller. Ja, okay. Was soll's. Gut. Dann werden wir jetzt die Krone übergeben. Oder warte mal, wie geht's hier eigentlich weiter? Sprich mit Konstantin. Tja. Ne, wir übergeben jetzt die Krone. Und ich habe mich entschieden, wir übergeben sie jetzt Dunkan. Und wenn ich die Zeit finde, werde ich die anderen Entscheidungen nachliefern. Und sprechen dann mit Konstantin. Also. Ich darf bloß nicht vergessen zu speichern. Das wäre schlimm. Obwohl, ja, dann könnte ich einen von denen...
Ja, also wäre, glaube ich, nicht schlimm. Könnte man noch mal retten? So, da sind sie. Sollen wir noch mal mit allen reden? Können wir kurz? Concerning the crown. Well, you carry in your hands the hopes of an entire people. My people. The one who wears it will be elected. You know that. Have you changed your mind? Or do you seek to humiliate me more? I'm not here to humiliate anyone. But I must be assured that the one who is elected will help me meet Enon Milfrigdimen. I have already promised you this. And you know that once I am queen, I will chase every colonist from this isle. The choice is yours now. Die Krone behalten. I need to think some more. It's an important decision. This is true. Unless your only purpose is to mock me. But be wary. It will not be long before the council unites. Okay. Ulan? I went into the tomb. I found the crown that your ancient high kings wore upon their heads. And now you count on using it to lean upon the leader you have chose to reign. Yes. I need to be certain that the one elected High King helps me encounter Enon Milfrigdimen. I already promised you my help in this matter. But the question left unanswered is this. Do you wish that your people may continue to settle here for our mutual benefit? I need to think a little more. I understand it is a decision that will change the face of Tir Fradi. And perhaps even that of your own continent. Ja, so ist es. But do not wait for too long. The council will soon meet. It would be a shame to Der ist mir auch viel zu leverage. Verschlagen, echt? Also es kann nur Dunkern sein. I went into the tomb. I found okay, the das haben wir schon And gehört. So you entered into one of our most sacred places. May this adventure have brought you wisdom and understanding of our people and of your own history. This relic is venerated. The one who wears it will certainly be elected. But you know that, do you not? Yes, I do. I need to be certain that whoever is named will help me meet Enon Milfrigdimen. I have pledged my honor to help you, and my words are true. But more is being played here than a simple meeting. You know that I work for a tempering of spirits. The healing of wounds of Tifredi. Großes and Ziel, those mein of Gott. Your own continent. But the decision is yours. To the daughter that was lost and refound on our island. So, jetzt behalte ich die Krone kurz. I need to think some more. Weil ich speichern muss. I'm sorry. Do not be sorry. You are right to take the time to think this through. It is an important decision. But the council will unite soon. So, wir speichern. Hat das jetzt gespeichert? Ja. Okay, und jetzt kriegt er die Krone von uns. Have you made your decision? Hab ich. Take it. I trust you. In your wisdom, may we be guided towards a peaceful future. The council has begun to unite. It is time for me to go. Thank you for choosing me. I will do all in my power to bring you what you desire. You have my promise. Na, dann hoffen wir mal. Oh, Wurzel. Toll. Love it. Ja, was bleibt einem als anderes als zu warten? Na, Dunkan, ich hoffe doch, dass es unser neuer König sein wird.
Ja. Ein neuer Hochkönig. Er grinst er. Okay. Von Angesicht zu Angesicht mit einem Gott. Dann werden wir mit ihm sprechen. Congratulations, Dunkus. I'm certain that you will be a very wise High King. And now, are you ready to keep your promise and take me to meet with Enon Mil Frichtemann? You are burning with the impatience of youth. But according to tradition, I must first go to the sanctuary on my own. Without the blessing of Tifradi, my title is nothing but empty, meaningless words. But fret not. How could I be called wise if I went back on the promise I made my friend as soon as I got elected? Meet me at the sanctuary's entrance in 2 days, and I will open its doors for you. Thank you, Dunkus. I'll be there. We spent 2 days twiddling our thumbs in this village. Don't you think we have better things to do? Komm, wir warten und gehen direkt dorthin. Ich will jetzt wissen, wie es da weitergeht. Keine Geduld mehr. There you are, Karanz. How was the encounter? Enon Mil Frichtemann welcomed me like a mother would welcome her child. I will have to meditate on everything he told me and think about the warnings he gave. But now he's waiting for you. I will open the way. Once you are in the sanctuary, always stay on the right-hand path and keep a confident heart. Those who let doubt take hold of them and turn back risk awakening the guardians of this place. Qua aulam seg. Gut, okay, alles klar. Wow. Jetzt also rein da. Ist das ein Lager? Sieht mir so aus. Sichern wir uns dieses Lager weg? Noch irgendwo was anderes? Nein. Also dann, Leute, gehen wir jetzt ins Heiligtum. Ich kann das kaum erwarten. Wir sollen nicht zurück. Ich bin gespannt, was uns erwartet, hey. Ich sitze hier, habe ganz nasse Hände. Oh, 33 Minuten, egal. Mal gucken, wie weit es ist. Egal, ich spiele jetzt weiter. Ich will das jetzt wissen. Ich hoffe nicht, dass wir allzu viele Schwierigkeiten unterwegs haben werden. Oh ja, es ist ein Vulkan. Habe ich fast gar nicht dran gedacht, aber das ruft es mir jetzt hier gleich in Erinnerung. Wir sind auf einem Vulkan. Also wir sind reinen Herzens und wir wandeln nicht zurück. Und wir machen keinerlei Unsinn, auf dass die Erde uns gewogen bleibt. Keine Feinde, okay. Hier müsste man eigentlich Mineralien finden ohne Ende, Erze. Egal. Ach du Jessas. Naja, okay. Wir laufen einfach weiter geradeaus. Oh, es ist dunkel. Okay. Jetzt hoffe ich, dass wir willkommen geheißen werden.
The child that was taken has returned. The flesh of my earth. You, by simply coming into being, have tangled the strings of destiny of all the other children. Ja, sorry, kann ich nichts für. I am he, they call en on mil frichtimen. I have followed each of your steps since your arrival. I hail you, Enon Milfrichtemen. I have come to you to find a remedy. A cure for the disease of a distant land. Her affliction was to be poisoned by her own children. Her veins rocked in stagnant water. Her earth now bears poisoned fruit, and her children wither and die. And still it is those same children who can heal the lands, and with them heal themselves, if they only want it truly. They could be taught by my children. Learn to give back in return. Learn to heal. But for that, I must survive. Aha. Okay, es ist Konstantin. By your side, the shadow grow, taking form. Fed by the venom of intrigues from faraway lands, he spreads it today in my sap. To save his own life, he stole my strength, and that strength has driven. Ich bin sicher, dass er von Konstantin spricht. Because it is not made to be taken. He draws each day a little more from me, and threatens us all. His hunger has no limit. I don't understand. Who are you talking about? Mach die Augen auf, Mädchen. The one you call Constantine. You must stop him. Or there will be no cure anymore for anything or anyone. That's impossible. How could that be? You must leave now. Someone has followed your footsteps. Someone has entered here without invitation. My children are waking and track him. They will attack all from us. Flee. You will be dead. Okay, dann machen wir mal, dass wir da wegkommen. Oh, wow, 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 wow. Also war es doch Konstantin. Ich frage mich nur, ob das von Konstantin so geplant war. Oder ob es einfach so ist, dass die, dadurch, dass er vergiftet worden ist, mit dem Manikorn und Manikorn hieße, oder Manikorn, naja, also jedenfalls dieses mit der Seuche. Oh, okay, es war ein schneller Abgang. I saw a man running out of the sanctuary, and I heard the cries of creatures inside. Is everything all right? Did you manage to get the answers you were expecting? Yes, he told me that the Malachor had appeared because of the way the colonials have treated the earth. It is actually some kind of poisoning, and it would be possible to cure it, but I'm not sure that I understood how. Words that come from the heart of the island carry with them a wisdom, which may sometimes be difficult to grasp. If you need help, I would be glad to be of assistance. My clan knows how to heal the earth. Thank you, Dunkus. I suppose I just need time to think. You haven't told me everything, have you?
There appears to be a storm weighing down on your forehead. Ja, gut erkannt. It is true. But it is something I must verify by myself. I see. Do not hesitate to come and find me if I can help you. Qua aulum securans. Goodbye. Okay, gut. Das, ich dachte es mir schon eine ganze Weile, Leute, dass es Konstantin ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er nicht selber, weiß nicht, naja, Opfer der Umstände geworden ist, weil er wurde infiziert mit der Krankheit. Das hatte zur Folge, dass er den einheimischen Heiler hatte, der ihn quasi mit der Erde gebunden hat. Wenn das nicht passiert wäre, wäre auch vielleicht mit Konstantin das gar nicht passiert. Aber jetzt bedroht er hier quasi die ganze Welt. Und Enon Milfrigtimen auch. Und ja, in der nächsten Folge werden wir ihn zur Rede stellen, ihr Lieben. Okay. Einstweilen herzlichen Dank, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid. Hoffe ich doch zumindest. Ihr könnt ja mal Piep schreiben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.